Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Resi Random. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mir mal gedacht, erzähle ich mal ein bisschen drüber, wie ich so meine Wimpern jeden Tag mache. Weil komischerweise, ich kriege so oft Kommentare zu meinen Wimpern und werde auf meine Wimpern angesprochen, auch im Alltag. Aber immer, wenn ich keine falschen Wimpern drauf habe, sondern wenn ich einfach nur meine normalen Wimpern irgendwie getuscht habe. Und ich dachte, ich habe natürlich schon oft Make-up-Tutorials gemacht, aber da habe ich das auch noch nie so richtig im Detail erklärt. Dann mache ich halt einfach schnell meine Wimpern und dann sind die halt einfach da. Deshalb dachte ich mir, weil euch das so sehr interessiert und weil ihr da so oft danach fragt, zeige ich euch das jetzt heute mal, wie man ganz einfach richtig schöne, fette, voluminöse Wimpern bekommt. Ich zeige euch auch, was ich benutze, dass meine Wimpern überhaupt erstmal gewachsen sind, dass sie ziemlich lang geworden sind. Solche Sachen wie Wimpern kleben und diese permanent Wimpern-Extensions, das ist ja alles ganz cool, nur es ist halt für die Wimpern auch nicht besonders gut. Ne? Das ist halt so ein Teufelskreis. Dann machst du das, weil du kurze Wimpern hast und dadurch fallen sie dir halt noch mehr aus, brechen noch mehr ab, weil mit dem ganzen Kleber und so. Deshalb versuche ich das mit den falschen Wimpern nicht so oft zu machen und die auch ein bisschen zu pflegen, dass die schön lang werden und dass man sie dann schön tuschen kann. Ja, und ich habe gedacht, das erkläre ich euch heute einfach mal und wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt dran, dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich das so mache. Das ist ja das Erste, was ich immer, immer, immer für meine Wimpern benutze. Das habe ich euch ja auch schon eine Million Mal gezeigt und das benutze ich schon ziemlich lange, ist dieses Wimpernverlängerungsserum. Das ist von Kiko. Es gibt ja da ziemlich viele und die meisten davon sind ziemlich teuer. Und ich bin ja ein Geizkragen, wie wir alle wissen. Deshalb benutze ich das von Kiko, kostet 1,8 Euro. Das gibt es einmal für den Tag. Das ist eine getönte Mascara, zeige ich euch gleich, wie ich die benutze. Und das Ganze gibt es dann auch noch für die Nacht. Das ist quasi einfach so eine transparente Mascara. Das ist einfach dieses Serum hier. Also man kann da nicht viel sehen, weil durchsichtig und so. Und das benutze ich einfach jeden Abend, wenn ich mein Gesicht gereinigt habe, bevor ich ins Bett gehe, trage ich das auf wie eine ganz normale Mascara. Merkt man gar nicht, dass man das drauf hat. Und dadurch werden die Wimpern wirklich sehr, sehr, sehr viel länger. Also es funktioniert wirklich. Ich habe das auch schon mehreren Leuten empfohlen und geschenkt und die waren auch alle ganz begeistert. Also die Wimpern werden auf jeden Fall davon länger. Nur Problem ist natürlich, die Wimpern werden länger, aber die sind ja, obwohl ich ja jetzt dunkelhaarig bin, sind die in den Spitzen natürlich trotzdem hell. Also wenn man sie nicht getuscht hat, sieht man nicht, wie lang sie tatsächlich ist. Also man kann jetzt nicht davon erwarten, dass man da jetzt so einen künstlichen Wimpern-Effekt davon bekommt und nie wieder Mascara tragen muss. Das funktioniert nicht. Also wenn ihr sie tuscht, dann werdet ihr sehen, wie lang sie dann tatsächlich geworden sind und das dauert circa so einen Monat, bis das wirkt und das Problem ist halt auch, man muss es durchnehmen. Also nicht aufhören, man muss es wirklich jeden Tag und jede Nacht benutzen, sonst ist die Wirkung auch ganz schnell wieder dahin. Und dann habe ich noch eine Sache, das hatte ich euch auch, glaube ich, schon mal gezeigt, das ist dieses Rizinusöl. Das hat einen ähnlichen Effekt, also das regt auch das Wachstum an. Ich habe jetzt hier, das ist viel zu viel, ne, in dieser Flasche, das ist ein 100 Milliliter, das reicht wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre. Das benutze ich auch ab und zu. Ich gebe mir das dann einfach mit einem kleinen Finger abends hier so auf die Wimpern drauf oder ihr nehmt einfach hier so einen kleinen Spoolie, wie sie in so Pinselsets irgendwie mit drin sind und damit kann man das auch auf die Wimpern geben und das hat einen ähnlichen Effekt und dann werden die Wimpern auf jeden Fall auch länger davon. Aber wie gesagt, sie werden davon länger. Diesen Effekt wie von falschen Wimpern, den bekommt man natürlich davon nicht, denn da muss man sie jetzt erstmal dann tuschen und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt auch gleich noch. Muss ich euch erstmal ein bisschen näher ranholen. Seid doch nicht so schüchtern, kommt doch ein bisschen näher. Hallo. Meine Augenbrauen heute auch, ne? Man sagt ja immer, die Augenbrauen sind irgendwie keine Zwillinge, sondern Schwestern. Ich glaube, meine sind heute eher so entfernte Bekannte. Cousinen dritten Grades. Bisschen schief, aber was willst du machen? Es hilft ja nichts. Also ich nehme auf jeden Fall immer zwei Mascaras. Erstmal hier diese... Ja, die ist jetzt nicht sonderlich toll, dass man sagt, wow, Augenaufschlag, Bombe. Aber es ist eben so, ne, dass das Wachstumsserum drin und es ist auch ganz gut, die Wimpern mal erstmal zu tuschen mit einer, die nicht so viel Gas gibt, dass man auch hier gerade am Rand diese kleinen Wimpern und alles irgendwie ganz gut bekommt. Deshalb nehme ich immer die. Ich habe aufgehört, meine Wimpern zu curlen mit so einer Wimpernzange, weil ich festgestellt habe, meine Wimpern, die sind schon sehr gebogen von Natur aus. Also ich brauche das eigentlich gar nicht und wenn ich die jetzt irgendwie da noch mit der Wimpernzange bearbeite, dann schlagen die mir hier oben an und ich habe die Mascara hier oben überall hängen. Also nicht so gut. Wenn ihr jetzt eher so Wimpern habt, die eher so gerade sind, dann macht es auf jeden Fall schon einiges aus und macht einen coolen Effekt. Ja, und dann nehme ich einfach hier diese 30 Tage Lash Extension Mascara von Kiko. Damit gehe ich jetzt erstmal hier über meine Wimpern. Ich hoffe, dass man hier sehen kann, was ich mache. Ne? Ich bin im Spiegel und so, aber... Damit tusche ich jetzt erstmal meine Wimpern. Und was ich mache, ich gehe erstmal hier von oben nach unten
weil die natürlich auch oben auf der Oberseite irgendwie getuscht werden müssen, weil das macht auch schon einen großen Unterschied, weil die Wimpern, wenn du nur von unten tuschst, dann sind die ja oben noch in der normalen Farbe und dann sind die nicht so schwarz und nicht so spektakulär, als würde man das so machen. Deshalb, ich gehe jetzt einfach von oben hier ganz vorsichtig da erstmal drüber und dann gehe ich jetzt einfach ganz normal hier von unten rein und tusche mir die erstmal, aber da geht es jetzt eigentlich eher darum, dass man auch nah rangeht, also nah an den Wimpernkranz rangehen, weil das macht auch viel aus. Wenn die jetzt hier unten nämlich nicht getuscht sind, dann hat man hier irgendwie so eine Lücke, also deshalb da sehr nah rangehen und gerade hier auch am Rand an der Seite, da sind meine Wimpern nämlich so ein bisschen crazy. Und stehen da immer so rum und haben da irgendwie so ihr eigenes Leben, machen da ihr eigenes Ding. Deshalb gehe ich da auch hier mit der Seite von quasi von dem kleinen Spuli auch schön hier rein. Und mit so einem kleinen feinen Bürstchen kann man eben auch ganz gut hier vorne die Wimpern erwischen. So, und ihr seht, das ist jetzt noch nicht sonderlich spektakulär. Ich mache auch mit der Mascara immer hier meine unteren Wimpern. Ich tusche die jetzt die unteren Wimpern nie so richtig krass. Ich mag das lieber, wenn oben die viel Gas geben und unten nicht so viel los ist. Aber damit kann man halt auch ganz gut hier, ne, die unten die kleinen Babywimpern tuschen. So, also viel mehr mache ich für die unteren Wimpern nicht. Und dann lasse ich das Ganze so ein, zwei Minuten trocknen und dann geht es nämlich gleich weiter. Ja, und dann natürlich die Mascara meiner Wahl, Essence I Love Extreme. Ihr wisst es ja, ich liebe diese Mascara. Ich benutze sie schon seit Ewigkeiten. Ich habe mir jetzt gerade wieder eine nachgekauft. Und der Trick dabei ist eben, eine Mascara zu wählen, die ein bisschen klumpig ist. Die hat ja eher so die Konsistenz, als hätte man die irgendwie aufgemacht und hätte die schon mal eine Weile liegen lassen. Also so Mascaras, die so sehr flüssig sind und die so diese schönen getrennten Wimpern machen, die geben halt einfach nicht so viel Gas. Also dieser Look, dass man jetzt sagt, man hat jetzt so lange super dichte, fluffige Wimpern, den kriegt man so nicht hin, weil das ist der Grund, warum False Lashes existieren. Ja, das ist nun mal einfach so. Aber mit der, ich mag das ja ganz gerne, wenn man da einfach so ein bisschen so einen klumpigen Look hat und die Wimpern auch so richtig schön voll und dicht einfach sind. Und ich finde, das klappt mit der sehr, sehr gut. Also ich mache eine Sache, die man ja eigentlich gar nicht machen sollte. Normalerweise nimmt man ja dieses Bürstchen hier raus und streift es dann hier so ein bisschen ab, dass da nicht zu viel Produkt dran ist. Ich lasse aber hier vorne diesen Klumpen, dieses überschüssige Produkt immer dran und gehe genau damit hier in meine Wimpern rein, dass die so richtig schön klumpig auch werden und dass die auch davon dann so richtig schön dicht werden. Und ich fange immer an hier an der äußeren Seite, weil wie gesagt, hier hinten sind meine Wimpern ein bisschen crazy. Und da gehe ich jetzt hier mit dem Bürstchen hin, da vorne, wo dieses ganze Produkt dran klebt und gehe da einfach hier hinten rein. Versuche so nah wie möglich hier an den Wimpernkranz zu gehen und arbeite mich dann so nach vorne durch und gehe jetzt erstmal hier oben mit der Spitze, da wo dieses ganze klumpige Produkt dann hängt, da wird jetzt jeder sagen, oh, was, wirklich? Gehe ich jetzt erstmal hier hin und schmiere das alles auf meine Wimpern drauf, weil ich möchte natürlich so viel Produkt wie möglich auf meinen Wimpern haben, dass ich das dann nachher quasi so in die Länge ziehen kann. Beim zweiten Mal, wenn ich reingehe, dann mache ich das hier vorne ab. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Nein, könnt ihr nicht. Also dann mache ich das hier vorne ab. Und dann gehe ich quasi auch ganz nah an meinen Wimpernkranz, so nah wie möglich. Und mache dann einfach so, als würde ich meine Wimpern schließen wollen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Man kleckert damit immer ein bisschen. Also das ist einfach so. Das lässt sich nicht vermeiden, aber das ist nicht so schlimm. Und ich gehe gar nicht so mit diesen hackeligen Bewegungen, wie das viele machen, ziehen das so hoch. Ich ziehe es einfach mit so ganz kurzen Bewegungen. Gehe ich da einfach so durch. Und ich bewege das Bürstchen eigentlich fast gar nicht. Ich bewege eigentlich eher mein Auge. Also ich schließe dann einfach immer wieder so mein Auge und ziehe quasi da die Wimpern so durch das Bürstchen durch. Und dadurch, dass man dann so viel Produkt auf den Wimpern hängen hat, zieht man das quasi hier oben so ein bisschen in die Länge und verlängert dadurch optisch die Wimpern. Eine Sache, die ich auch immer mache, ist, ich ziehe eher nach oben die Wimpern. Viele ziehen ja eher so seitlich, dass sie hier so den Schwung haben. Ich mag das gerne, wenn die so weit nach oben gehen. Ja, und da muss man sich einfach ein bisschen vorarbeiten. Das mache ich jetzt einfach dann so ungefähr 800 Mal. Und dann lasse ich das Ganze ein bisschen trocknen und dann gehe ich gleich noch mit einer zweiten Schicht drüber. So, ich komme mal noch ein bisschen näher. Ich hoffe, wir sind hier scharf. Ich lasse das Ganze nicht komplett trocknen, ich lasse es nur so ein bisschen antrocknen, weil ich finde es schwieriger, wenn das Ganze dann schon so richtig hart und trocken ist, dann nochmal drüber zu gehen, dann bröselt das auch so runter. Also ich lasse es nur so ein bisschen antrocknen und gehe dann einfach wieder in die Mascara rein und jetzt streife ich dann auch wieder ab. Also jetzt brauchen wir ja so viel Produkt nicht mehr, jetzt geht es ja eher nur noch darum, die Wimpern zu formen. Ja, und dann gehe ich einfach genauso wieder, so wie ich es eben gemacht habe, hier rein.
Eine Sache, die man jetzt noch machen kann, das mache ich ehrlich gesagt im Alltag nicht, aber das ist auch noch so ein kleiner Trick, ist einfach hier so einen schwarzen Kajal zu nehmen und quasi hier an der Wasserlinie hier oben entlang zu gehen. Das kann ich jetzt so ohne Spiegel nicht machen, aber ihr wisst, was ich meine, einfach hier. Dann habt ihr quasi hier nochmal wie so eine Art kleinen Lidstrich und dann sieht das Ganze auch nochmal ein bisschen voller und ein bisschen dichter aus. Aber im Prinzip war es das schon. Also ich komme nochmal ganz nah, dass ihr auch den Unterschied sehen könnt. So, also vorher, nachher. Ich denke, der Unterschied ist schon ziemlich crazy und ziemlich groß und ich denke, so kann man es ganz gut sehen. Auch von der Seite, also die Wimpern werden ein bisschen klumpig. Ich meine, das kann man gar nicht leugnen, aber gerade wenn ich jetzt so seitlich gucke, ihr seht, der Unterschied ist echt mega krass. Ja, ihr Lieben, und das ist der ganze Trick. Also es ist sehr unspektakulär und sehr einfach, aber der Effekt ist, wie ich finde, doch ziemlich cool. So Leute, ich habe jetzt die zweite auch noch schnell gemacht und was auch noch ein ganz guter Trick ist, weil natürlich die Isle of Extreme schon ein bisschen klumpt, das ist halt einfach so. Wenn man zu viel drauf getan hat und es zu sehr verklumpt, dann gehe ich einfach danach nochmal mit der hier rein, weil die ist ja quasi, ne, die gibt ja kaum Gas, da ist ja kaum was hier vorne an dem Bürstchen dran und gehe damit mit dem Bürstchen einfach nochmal so durch und dann kann man das so ein bisschen auskämmen, dann ist es nicht ganz so klumpig, aber ich finde, alles in allem ist es wirklich sehr schön und es sieht einfach jeden Tag aus, als hätte man, wow, mega fette Wimpern. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Video jetzt ein bisschen weitergeholfen hat und dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen hoch und Abo natürlich nicht vergessen, da freue ich mich immer drüber. Ja, und wenn ihr noch irgendwelche speziellen Tipps habt, wie ihr eure Wimpern so bearbeitet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das interessiert mich natürlich auch immer. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.